Sonnige Grüße aus dem Rheinland. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen wunderschönen sonnigen Tag, konntet die Sonne genießen, Energie tanken, etwas für euer Gemüt tun, euch erholen von den stressigen letzten Tagen, weil diese ja energetisch sehr hochschwingend waren. Aber ich muss sagen, die nächste Lichtwelle rückt an. Die Plejaden haben angekündigt, dass diese die Erde erreicht, so gegen 22 Uhr bis 23 Uhr. Und dann werden wir wieder richtig schön mit explosivem Licht durchflutet. Ein Licht, was uns weiterhin hilft, zu erwachen und aufzusteigen. Also, wenn irgendwelche Symptome sein sollten, mit denen dürft ihr jetzt rechnen. Und dann ist das meistens ja schon viel einfacher zu verarbeiten. Und wenn ihr heute wirklich schön Sonne getankt habt, wird es sowieso leichter. Das Ganze wird an Intensität ungefähr 11, 12 Stunden anhalten. Dann schwächt es wieder ab. Aber das war es eigentlich gar nicht, warum ich jetzt ein Video mache. Weil Hieronymus meinte, ich sollte doch mal erzählen, was ich die Tage erlebt habe. Und das mache ich gerne, weil es schließt an das letzte Video, was ich gemacht habe. Da habe ich euch ja erzählt, dass ich so einen Bluterguss in meinem rechten Auge hatte. Ich habe ja 6, 7 Jahre lang einen roten Fleck, einen roten Punkt in meinem rechten Auge im Weißen. Irgendwann ist der entstanden, ich weiß nicht wieso, und im Laufe der Jahre habe ich auch mal beim Augenarzt nachgefragt und der meinte, ja, sowas passiert und da kann man nichts machen, da muss man mit leben. Im Laufe seines Lebens passieren halt auch solche Dinge, wieso auch Augen schlechter werden, hat man plötzlich dann auch irgendwelche komischen Punkte im Auge. Ich habe mich damit abgefunden und es hat mich nur zwischendurch immer wieder mal geärgert. So ein roter Punkt im Auge ist ja nichts Normales und nichts Schönes. Okay, aber ist auch nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz habe ich vor circa 3 Wochen an einem Tag, wo ich dann mal halt so ein bisschen kribitzig war und nicht so gut drauf war, das kennt man ja, habe in den Spiegel geguckt und war mal wieder sehr unzufrieden. Und dachte so bei mir, boah, dieser rote Fleck in dem Auge, der geht mir auf den Geist. Wieso muss man sowas erleben? Wieso bekommt man so einen roten Fleck? Man weiß gar nicht, was das ist. Und wieso muss man den Rest seines Lebens damit rumlaufen? Ich habe so richtig so schlechte Laune an dem Tag. Und habe dann so bei mir gedacht, boah, ich wünschte mir, der wäre weg. Das geht mir wirklich auf den Geist. Das war's. Ja, was soll ich sagen? Als ich diesen Bluterguss bekommen habe, und ich wirklich glaubte, der sei passiert wegen des Drucks durch die hohen Energien, war ich schon sehr glücklich, dass Erzengel Raphael mir geholfen hat, dass der so schnell wieder verschwand. Was ich da noch gar nicht richtig begriffen habe. Ach, nach dem Video, was ich letztens mal dann aufgenommen hatte, habe ich dann nochmal in den Spiegel geschaut am anderen Tag. Und da fiel mir dann auf, nicht nur der Bluterguss ist weg, der rote Fleck auch. Der Bluterguss hat den roten Fleck mitgenommen. Und mein Auge ist wieder normal weiß. Und da war mir klar, okay, jetzt weißt du, warum du das erlebt hast. Das war, ja, Gottes Weg, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Man sagt doch so schön, Gottes Wege sind unergründlich. Aber es ist doch schön zu sehen, wie Wünsche in Erfüllung gehen können. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit geht alles noch viel schneller. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass plötzlich irgendwelche Dinge passieren, die erstmal negativ wirken, aber in Wirklichkeit steckt dahinter die Hilfe der Geistwelt, um dir deinen Wunsch zu erfüllen. Das, was negativ aussieht, ist in Wirklichkeit super positiv. Und deswegen hat dieser Bluterguss ja wahrscheinlich auch nach 2 Tagen seinen Abschied gefeiert, weil es kein wirklicher, ja, wie man sagt, wie auf der Rockenblauer Fleck war, der dann ein bisschen länger braucht. Also,
Ich wollte das mal loswerden, mit euch teilen, weil das wieder für mich so faszinierend ist, zu sehen, wie das funktioniert. Und ich kann mich nur oben bedanken für die Hilfe. Ich bin sehr glücklich, ohne roten Fleck in meinem Auge jetzt damit weiterleben zu dürfen. Und für mich ist das so eine Geschichte, da muss ich es ja auch weitergeben, die beweist, dass wir nicht allein sind, dass uns zugehört wird und dass uns Geschenke zuteil werden. Aber es ist wichtig, dass wir das auch merken und dass wir dann auch wirklich Danke sagen. Mehr wollte ich heute gar nicht erzählen, damit das Video auch wieder nicht zu lang wird. Und zu dem CDL mache ich ein neues Video. Okay. Noch einen schönen Tag. Und hoffentlich kommt ihr gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao.